Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du einschaltest hier zu einer neuen Folge OMSI 2. Schön, dass du wieder da bist. Gestern wurde überraschenderweise der VDL CTR auf OMSI Webdisk released und den wollen wir uns hier in der heutigen Folge mal anschauen. Eigentlich ein Grund zum Feiern, normalerweise, aber die Umstände, wie das ganze Ding veröffentlicht wurde, ist eigentlich eher eine traurige Sache. Aber darum wollen wir uns dann in den News denn in unseren ÖPNV-News mal ein bisschen näher drauf eingehen, wieso, weshalb, warum das Ganze hier eigentlich eher eine traurige Sache ist, als eher eine positive Sache. Nichtsdestotrotz, der VDL ist jetzt nun endlich in OMSI 2 da, für alle, wie gesagt, kostenlos zum Download. Ein Riesenteam hat an diesem ganzen Projekt hier gearbeitet und dementsprechend, ja, wollen wir hier natürlich, ja, unseren Respekt natürlich zollen, dass sie natürlich hier wieder eine großartige Arbeit gezaubert haben. Das schauen wir uns heute auf einer relativ kleinen Tour an. In Berlin-Reinickendorf und ja, eine bessere Tour kann man hier zum Proben erstmal nicht benutzen. Dementsprechend schauen wir uns doch mal unseren VDL jetzt hier mal ein bisschen genauer an und ihr seht schon, ne, das ist schon wirklich wieder exzellente Arbeit. Haufenweise Repaints werden mitgeliefert und natürlich auch Templates, dass ihr euch eure eigenen wieder hier erstellen könnt, eure eigenen Repaints, aber auch viele fiktive. Es ist haufenweise von Berlin mit dabei, selbstverständlich. Aber es gibt natürlich auch fiktive, wie zum Beispiel von Regiobus und all drum und dran. Hier Fahrerin gesucht, BVG.de-Karriere. Genau, die suchen auf jeden Fall. Hier sehen wir ganz schön original VDL-Logo hier hinten halt natürlich drauf, hier an der Seite der CTR. Sonst war ja das Ganze ja nur möglich gewesen, wenn ihr diesen VDL-Berghof-Bus da so ein bisschen mit dem BVG-Repaint hattet, war es ja irgendwie die einzigste Möglichkeit gewesen, um in etwa den VDL fahren lassen zu können. Natürlich haute dieser aber nicht zu 100% hin. Mit dabei gibt es natürlich haufenweise extra Berliner Content, wie zum Beispiel das Atron AFL4 ist mit dabei. Ja. Ihr seht schon vorne die Singletür, hinten dann diese Doppeltür, so wie sich das Ganze für den VDL hier auch verhält. Und sonst, ihr seht schon, ne, also es ist halt wirklich wieder absolut großartige Qualität, die hier wieder drin steckt. Hier sehen wir mal ein bisschen den Innenraum. Achtung, Stufe. Ich muss dazu sagen, das ist zum Beispiel einer der Busse, mit dem ich noch nie mitgefahren bin. Ja, das ist schon für mich ein absolutes Highlight, diesen denn halt mal ein bisschen virtuell zu sehen. Ja, weil, wie gesagt, ich selbst bin ja kaum noch mit Bus unterwegs und bei uns im Betrieb, bei Regiobus, gibt es diesen Bus halt nicht. Ja, also dieses Modell halt nicht. Und ja, was soll ich sagen? Es sieht großartig aus. Wir haben hier, wie gesagt, die Fahrgastinformationsanzeige wieder eine relativ große, so wie sie halt schon typisch ist für den ganzen anderen Bussen. Ne? Und sonst hier alles natürlich wunderschön umgesetzt. Also das ist ein Bus wieder mit absoluter Payback-Qualität. Das ist immer so schade, dass die Leute das dann halt immer irgendwie so basteln und machen und tun. Ja, man den Leuten aber finanziell irgendwie nicht so unterstützen kann, so zwecks Spenden oder sowas. Ich würde da doch mein Geld, ich würde da doch ein bisschen Geld da lassen dafür. Ey, das ist ein Bus, da würde ich locker 15 Euro für bezahlen, ja, wenn der so bei Steam veröffentlicht wurde. Schade, dass das Ganze halt immer so ein bisschen mit Lizenzen und alles mal sowas zu tun hat und dementsprechend das Ganze aber nicht so einfach machen kann. Das Problem ist, darfst du das AFR wieder benutzen, darfst du das nicht und musst du hier mit BVG-Lizenz und das ist natürlich alles ein bisschen schade, wie ich finde. Das, unser Cockpit, VDL steht ganz groß drauf auf dem Lenkrad und das ist jetzt nicht einfach nur irgendwie unser Cockpit übernommen, das sieht schon sehr, sehr selbst erstellt aus, das Cockpit, was ich persönlich ziemlich schick finde, ja, schön aufgeräumt und auf der linken Seite haben wir dann natürlich hier so ein paar unserer Knöpfchen. Hier ist eigentlich für die Kamera, also nicht für die Kamera, hier für unsere Spiegel das Ganze in der Regel. Und sonst haben wir Temperaturanzeige. Und hier sind noch ein paar Knöpfe, die leider keine Symbolik haben, sodass man erstmal testen müsste, was das überhaupt für Knöpfe sind. Oben unseren Fahrplan, selbstverständlich Repaint-Name, Britzergarten. Ah, das steht hier auch mit drin. Das ist natürlich eine coole Sache, damit man ja weiß, wer das Ganze gemacht hat. Hier Ibis Citer hat das Repaint jetzt gerade erstellt. Dann haben wir hier unseren Fahrplan und hier auch wieder Knöpfe, leider wieder ohne Bedeutung, also ohne, dass da irgendwas draufsteht. Kamera, die sogar funktioniert. Ja, da müsste man wieder gucken, ob das die Performance wieder zieht. Dementsprechend könnte man das ja dann wahrscheinlich über den Script ja dann wieder abschalten, falls einem das halt wirklich ein bisschen zu hart in die Performance geht. Und sonst sehen wir hier unsere Kasse mit Spuckschutz hier wieder an der Seite, unser Fenster. Und sonst ja, gibt es hier an der Sache erstmal soweit nichts zu sagen. Ich guck mal ganz kurz, ob ich hier noch irgendwo Kleinigkeiten finde. Fenster,
Das könnte irgendwas mit Fenster jetzt sein, zu tun haben, weil Fenster. Ah, nee, doch, hier. Ach, das ist ein so moderner Bus, ja. Hat aber nicht mal automatisch, ja. Musste schieben. Das sieht irgendwie so ein bisschen aus wie das Rebus-Gerät hier. Naja, nicht so geil. Ist egal, wir schalten mal den Motor an und schauen mal, was uns erwartet. So, verbootet, das kann eine Weile dauern. Blaues Display, alles klar, das ist ja natürlich sehr hübsch. Ja, sonst sieht das Ganze so ein bisschen Mercedes-Technik hier aus, ne, mit diesen ganzen kleinen Tasten hier. Kinderschalter fehlt hier zum Absenken. Klar, Tür 1, Tür 2, Gangwahltaster, hier können wir das normalerweise, hier ist es. Können wir schauen. Die Informationsanzeigen, wie viel Benzin drin ist, wie viel AdBlue drin ist. Muss ich mir auch letztes Mal erstmal erklären lassen, was überhaupt AdBlue ist. Und dann sehen wir hier zum Beispiel unser Tageskilometerstand und allgemeiner Kilometerstand. Aber wie gesagt, laut dem könnten wir jetzt nicht mehr fahren. Sieht doch wie alles leer aus. Aber das ist ja das Ding zum Beispiel, der Bus ist auch noch nicht so 100% fertig. Das hat man schon gesagt gehabt, dass dieser Bus nicht fertig geworden ist und man auch keine Absichten mehr hat, diesen Bus fertig zu bauen. Was ich persönlich ein bisschen schade finde. Fahren Sie bis Falkenplatz, Abfahrt dort, 9:24 Uhr. Dadurch, dass dieses Ganze ja veröffentlicht wurde, so wie es eigentlich nicht sein sollte. Oh, das war jetzt falsch. Okay, so geht er wieder an. Naja. Müssen wir nochmal machen. So, jetzt müssen wir das Ganze nochmal machen. Warte mal, wir nehmen mal die Karte 9999. Bestätigen. Nächste Haltestelle. Nee, nicht Altheiligensee. Sondern wir müssen. Manueller Fahrgastroutenwechsel. Routenwahl 027. Ja, stimmt. Fahren Sie bis zum Falkenplatz. Richtig. So, wollen wir mal vorfahren, wenn Zeit naht. Bestätigen. Achso, jetzt zeigt wahrscheinlich die nächsten Haltestellen nicht wirklich anders sein. Er zeigt jetzt nur Betriebsfahrt an. Betriebsfahrt, Fahrgast direkt im Verlauf. So, normalerweise müsste er doch. Nein. Ich weiß jetzt nicht, was er gerade macht hier. Route 1. Auswahl 00 2. Ja, irgendwie scheint das hier auch nicht so hundertprozentig zu funktionieren. 027 0000 2 war das. Jetzt. Jetzt steigen sie ein. Oh. Da will noch eine Mutti mit. Mach auf, das Brett. Auch Manfred Können will Sie auch die noch. Heizung bitte anmachen? Habe ich jetzt gerade keine Absichten, danke. So. Ich lege hier sogar Ihre Berlin-Karte hier drauf. Wahnsinn. So, schauen wir mal. Oh. Ja, das ist ja unglaublich. Er hat da seinen Führerschein gewonnen, aber. Ist auf jeden Fall gerade irgendwas kaputt gegangen. Ich weiß nur nicht, was kaputt gegangen ist. So, fahren wir weiter. So.
So, und dann schauen wir uns mal ganz gemütlich hier an, wie sich das Ganze fährt. Es ist natürlich jetzt eine relativ kleine Strecke, ne, aber zum Testen von Bussen finde ich die mehr als optimal. Dauert halt nicht zu lange, man kann wirklich mal gucken, Fahrverhalten, zwecks Kurven und alles was drum und dran, Soundtechnik und, das klang auf jeden Fall sehr interessant. Da muss man hier schon sagen, das geht schon in Ordnung. Spiegel tatsächlich, muss man sich ein bisschen gewöhnen, wirkt irgendwie ein bisschen groß gefühlt. Ja, sonst auch soundtechnisch passt das Ganze. Wischer halt, ne? Anstellbremse, wie gesagt, wir können absinken. Hier haben wir Licht, erste Stufe, zweite Stufe und alles was dran für vorne und für hinten und ASR. Ach, hier ist die Haltestellenbremse, ne? Ach, hier ist der Kinderwagen-Taster. Ah, ach so, ist auf der linken Seite. Nee, jetzt geht Kinderwagen. Ja, BL, alles klar. So, wieso geht der jetzt nicht aus? Nur die normale Tasten. So. Ja, sonst sieht er ne, alles hier. Das sieht eigentlich relativ schön aus, wie gesagt. Scheinwerfer natürlich hier an, ne, und Tagfahrlicht, alles hier mit drin. So, will auch gleich mal aussteigen. Wie gesagt, absenken, glaube. Ach so, geht nicht. Okay, also absenken geht doch nicht. Ein Hänger auf Reinickendorf. Das ist natürlich auch schön. Ich will aber auch wirklich jetzt an jeder Haltestelle irgendwer einsteigen hier. Schön nochmal brav die Karte draufgelegt aufs Atron. Ziemlich nice. Auf Tempo. Wir waren jetzt mal eben so ein bisschen durchgetreten. Konnten wir dann schon ordentlich 60 km/h erreichen. Das ist eigentlich ein schöner kleiner Solo-Bus. Anfangs, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir auch so, oh mein Gott, was ist das? Aber mittlerweile hat er sich dann auch schon wieder so eingebrandet hier in Berlin. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ein bisschen zu früh, merke ich gerade. Soll uns aber jetzt mal egal sein.
Da ist die Dorfaue. Und dann sind wir auch schon in Altheiligensee angekommen hier. Das ist auch so eine kleine Karte, warum man diese nicht einfach weiter bearbeitet hat. Extrem schade. Aber naja. So ist es. Ja, also das ist wie gesagt der neue VDL, der jetzt erhältlich ist. Omsi Webdisk. Könnt ihr euch dort runterladen. Wie gesagt, wie das Ganze halt veröffentlicht wurde, ist eigentlich extrem schade. Persönlich. Wie gesagt, aber dazu werde ich mal mehr in den ÖPNV-News mal berichten. Denn wie gesagt, wie es halt passiert ist dazu, dass das Ganze halt veröffentlicht wurde, ist mega, mega traurig. Sonst, absolut natürlich, wie gesagt, großartige Qualität hier, die hier zustande gekommen ist. Also, wie gesagt, locker Payback-Qualität. Wie gesagt, Updates wird es ja dafür nicht mehr allzu groß geben. Hat man ja schon von vornherein schon bekannt gegeben, dass man da nichts mehr in der Richtung machen wird. Halt, wie gesagt, liegt in den Umständen, wie es halt praktisch veröffentlicht wurde. Und das ist natürlich schon ein bisschen traurig. Dementsprechend sind die Modder jetzt wieder gefragt, wenn hier natürlich Fehler drin sind, dass die Modder das Ganze dann ausbessern, verbessern, patchen und so weiter und so fort. Damit das Ganze dann dementsprechend dann halt ja weiter ausgebessert wird hier, wenn hier natürlich noch kleine Fehler sind, die bis jetzt mir jetzt aktuell jetzt nicht wirklich aufgefallen sind. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu in den Kommentaren schreiben, wie ihr den VDL so findet. Also ich finde ihn extrem klasse. Freue mich natürlich, weiteren Berliner Zuwachs jetzt in OMSI 2, wie gesagt, neben den ganzen C2s, die es für Berlin gibt und Scania, haben wir jetzt also auch den VDL aus Berlin jetzt hier in OMSI 2. Finde ich eine klasse Sache. Wie gesagt, nutzt da gerne mal die Kommentarfunktion, schreibt es am besten unten mit rein. Und wir sehen uns dann hoffentlich zum nächsten Part wieder, wenn es weitergeht, mit einer weiteren Folge OMSI 2. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage tschüss, bis denn.